Ja, ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Questpart von Nos. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich euch ja gezeigt, dass wir 50 Wächter jagen müssen. Ja, die werden wir jetzt hier schnell zu dritt machen. Das wird also ruckzuck gehen. Ich melde mich zurück, wenn wir fertig sind. So, wir hauen jetzt den letzten Wächter hier weg. Ja, das dauerte halt ein wenig, weil der Respawn sich ziemlich Zeit lässt. So, wir können jetzt hier weiter und müssen 70 Wächter auf dieser Etage jagen. Ich glaube aber, ab Celilusha 2 könnt ihr auf 2 und 3 jagen, weil es halt 70 sind. Ich bin aber nicht ganz sicher, das werde ich gleich mal ausprobieren. Also wir klatschen jetzt mal eben die Ebene weg und versuchen dann auf Celilusha 3. Wenn ja, dann ist es nicht schlecht. Dann haben wir 2 Maps, die wir hier aufräumen können. Und ja, dann werde ich den Rest halt so lange noch weiter machen, aber halt offline. Weil das sind halt 70 Viecher, das dauert dann schon. Den IC werde ich nicht mitmachen, weil ich will halt schnell fertig werden. Und ich habe schon erfahren, dass hier Tim Love, der wird bis TS81 mit dabei sein. Also werdet ihr ihn auch in der nächsten Folge wahrscheinlich noch sehen. So, und wir probieren das jetzt mal aus, ob es auf Celilusha minus 3 auch funktioniert, ob wir den gezählt bekommen. Und ja, das ist so. Das ist sehr schön. Gut. Ich werde das jetzt eben schnell zu Ende machen und wir sehen uns dann auf der... Nee, nicht in der nächsten Folge, sondern in dem nächsten Part bzw. Abschnitt. Ja, ich bin ein klein wenig durcheinander. Also, ich jage die Viecher schnell zu Ende. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, die letzten 3 Wächter jagen wir jetzt. Beziehungsweise für diese Quest. Dann haben wir die 70 auch voll. So, und der letzte hier. So, Quest abgeschlossen. Geht zur markierten Position auf der Karte. So. Wir gehen einfach hier durch. Und 90 Wächter. Ja, liebe Leute, 90 Wächter. Das kann ja was werden. Ja. Ihr wisst, was das heißt. Ich werde die 89, beziehungsweise jetzt nur noch 88, schnell weghauen hier. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, weil wahrscheinlich nur auf dieser Map. Das wird eine Weile dauern. Allein schon wegen dem Respawn. Und ja, ich melde mich einfach zurück, wenn ich damit fertig bin. Bis gleich. Oder später. So, den letzten Wächter oder die letzte Wächterin, ich weiß ja nicht. Ich bin fertig. Mein Gruppenkamerad fehlt jetzt noch einer. Ja. Einen braucht er noch. Ich warte auf ihn und dann machen wir TS81. So. Ja, also der Spawn, der braucht hier echt lange. Also wir saßen hier jetzt echt eine Ewigkeit. Eine gefühlte Ewigkeit. Das war schon echt hart. Hier oben müsste jetzt gleich einer kommen, auf der linken Seite. Sobald er den hat, können wir dann in TS 81 reinhuschen. Ich habe natürlich gerade den letzten bekommen und jetzt warten wir auf den Spawn. So, ich helfe ihm da jetzt noch, den runter zu kloppen.
Ja, okay. So, weiter geht's. So. Die Quest natürlich annehmen, bevor wir da rein dackeln. So, TS80. Wir bekommen nochmal HB. Und wir hoffen, dass wir den TS ohne Probleme bestehen. Ja. Gut, dann wollen wir mal da rein. Ja, zu zweit ist das natürlich ziemlich, ziemlich einfach. Besonders wenn man einen starken WK hat und einen Magier zum Heilen. Das ist ziemlich praktisch. So, wie nicht anders vorgedacht bzw. erwartet. Ja, haben wir hier natürlich Wächter. Das ist wohl typisch für Seelilusha. Aber ich denke mal, der TS, der sollte nicht so schwer sein. Wir müssen zwar halt aufpassen, dass die NPCs nicht recken. Das ist ganz klar. Ich glaube, ich habe hier einen. Haben wir nur einen NPC? Ich weiß gerade gar nicht. Da rechts ist, glaube ich, noch einer. Ja, unser netter Rekt müsste das sein. Ja. Der ist da schon ordentlich am Fighten. So, jetzt hat er hier auch ein bisschen Ruhe. Gut, weiter geht's. Ja, das Blöde hier an Seelilusha ist einfach, dass man hier die Kamera nicht drehen kann. Das finde ich ziemlich blöd. Aber da muss ich jetzt durch. Weil man hat hier einfach nur diesen steifen Blickwinkel. Ich kann nichts drehen, das ist total öde. Aber, ups. Noch ein Spawn, okay. Hey. Standbild. Oh, das ist nicht gut. Standbild führt bei mir meistens direkt zum DC. So, weiter geht's. Ja, hier kommt man echt scheiß rein. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist man doch froh. So. Schnell buffen und weiter geht's. Oh, das wird ein langer TS. Das wird ein langer TS. Zweimal dürfen wir sterben. Ich hoffe, wir sterben nicht einmal. Ich hasse Sterben. So. Ich hoffe, er ist jetzt hier irgendwo in meiner Nähe. Ja, doch. Ich müsste ihn getroffen haben, ja. Hat er alles bekommen? Gut. Gut, 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 gut. Ja, also der TS, der geht halt hier so wie eine Schnecke, wie so ein Schneckenhaus. Eieieiei. Nur Lichtviecher hier. Na gut, okay, die kann ich ja mobben. Die sind nicht wirklich schwierig, beziehungsweise kein großes Problem.
So. Und da kommt noch ein Spawn. Aber diesmal Wächter. Ja. Das soll wohl eine große Herausforderung sein. Ist es auch, sage ich mal so. Also mit meinem Magier, wie ich das erste Mal den TS gemacht habe, das hat da schon noch eine Weile gedauert. Aber mittlerweile bin ich ja hier, ne? Ein gekonnter Noss-Spieler. Stempel ich mich mal selbst so ab. Aber ja, mit der Zeit lernt man halt den ein oder anderen Kniff. So. Und ich frage mich, wo unsere NPCs sind. Hier in dem Raum sind sie auf jeden Fall nicht. Ich hoffe nur, dass sie irgendwo drüben in den sauberen Räumen, wo wir schon alles gekillt haben, ein Picknick veranstalten und nicht weiter mitkommen. Komisch, ey, was machen die mir auf einmal so viel Schaden, ey? Das ist ja unglaublich. Okay, ich hoffe nicht, dass er jetzt dann DC hat, sonst dürfen wir den Test... Ah, oh, Gott sei Dank, ey. Ich habe schon leichten Schock jetzt bekommen, weil, ja, sonst hätte ich ihm dann danach nochmal geholfen, den Test nochmal zu machen. Aber Gott sei Dank war es kein DC. Bis jetzt verläuft noch alles nach Plan. Das finde ich ganz gut. So, da haben wir den Raum fertig. Und weiter geht's. Noch zwei Räume, dann sind wir durch. So, wo haben wir denn hier jetzt den Rest? Zwei Wächter, oh, da kommt bestimmt ein großer Spawn, ey. Oder auch nicht. Ja, wir questen auf jeden Fall heute noch ziemlich, also bis ich mit Akt 4 fertig bin, werde ich auf jeden Fall durchquesten. Soweit wie es erstmal nur geht. Alles aber nicht mehr in dieser einen Folge, sondern ich teile das auf. Und ja. Ja, dann ist das schon die vorletzte Folge. Ich kann es nicht glauben. Aber, ja, wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Das wissen wir ja alle. So, hier haben wir noch zwei. So, WKB. Boah, jetzt habe ich aber einen kleinen Schock gekriegt, ey. Dass der so an mir vorbeidackelt, das wäre doof gewesen. Ja, so, fertig? Ja, schön. Gut. Der letzte Raum. Ich glaube, in dem letzten Raum gibt es nichts zum Klatschen. Da müssen wir einfach nur durchlaufen. Ein PTS. Die kann man ja auch noch so machen. Ja, ich verkaufe die Dinger nicht, ey. Ich weiß, dass die viel zu teuer verkauft werden gerade. Ich mach die lieber.
Statt verkaufen. Ich weiß gar nicht, was die auf Server 1 kosten. Auf Server 2 kosten die mittlerweile 40 bis 50k, so um den Dreh. Und das ist schon eine ganze Stange Geld, sag ich mal so, wenn man da so die... Wenn man da 10 Stück hat, dann hat man schon 400k, ne? Also... Das ist schon ordentlich. So, ich glaube, das war's jetzt. Oh, doch noch kämpfen. Okay. Gut. Dann kämpfen wir halt noch. Ich dachte, hier wäre leer gewesen. Aber okay. Irren ist menschlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich darf mich auch mal irren. Solange es nicht zu oft vorkommt, ist es okay. So, gut, okay. Haben wir noch da was? Oder kommt noch ein Spawn? Da kommt noch ein Spawn, okay. So, dann dürft ihr euch jetzt gleich das Ende von Akt 3 anschauen, das Video. Und ja, wenn man die Spawnerei hier aufhören würde, das ist ja jetzt schon, der weiß ich nicht, wie viel hier Spawn. Aber soll halt auch nicht zu einfach sein, das ist halt logisch. Ich meine, das ist quasi, ne, eine Heldenmission. Letzte TS, TS in der Akt 3 Reihenquest hier und ja. So, das dürfte aber jetzt der letzte Wächter sein. Und fertig. Viel Spaß bei dem Video. Akt 4, die Krone des ewigen Eises. Jetzt wird's ernst. Ja, Nostell, genau. So. Gut, damit haben wir Akt 3 erfolgreich abgeschlossen und können uns ja, nach Akt 4 begeben. Ich muss mal kurz was schauen. Gut, okay, ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie lang die Folge wird. Ich werde die jetzt hier beenden und in der nächsten Folge starten wir dann die Akt 4 Quest bei Mimi Mentor. Da holen wir uns die Quest 81 ab. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet ein zur nächsten Folge, beziehungsweise auch zur letzten sehr wahrscheinlich. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und ansonsten Tschüssikowski.